Hey, hey, Schauschleute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich bin Sassel 05 und ja, wir gehen uns jetzt heute mal in die Safari-Zone. Wir gehen jetzt mal wildfremde Pokémon auf Nerven. Nur damit wir sagen können, so, hahaha. Was willst du tun, mein liebes Pokémon? Was willst du tun? Du kannst nichts tun. Aber wir haben jetzt Platz, das heißt gut. Ein Freund, der aber sehr lahmes Pokémon. Das finde ich auch cool, dass es so ein Pokémon-Park ist, basically. Mit Chanera. Oh Gott, mach es weg. Oh Gott, da ist ein Item drin. Das ist kein Voltoball, da ist einfach nur ein Item drin. Das ist einfach nur ein Pokéball drin. Ihr habt da kein Pokémon reingesteckt. Das Ding ist nicht lebendig. Hey, Marumon. So, dann können wir doch mal Safari-Zone. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir genau lang müssen. Hör von deinem Abstand, paar mehr Pokémon fahren, wie du möchtest. Scheiß aufs Ökosystem. Scheiß auf Safari-Zone-Ökonomie. Vor allem Fangzeit. Die Zeit läuft nur, wenn du dich bewegst. Mit der wohl beschissensten Musik, die du dir vorstellen kannst. Oh, fuck. Nicht oh wei, oh fuck. Ach fuck, du bist ein oh wei. Du bist sowieso nichts weiter als Nightmare Fuel. So, ich will mal gucken. Ich hoffe, ich weiß noch so in etwa die Richtung, in die ich gehen muss. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal... Oh mein Gott! Du hast nicht zufällig Bock zu bleiben, oder? War so klar. Das war nicht, einfach fehlt? Sag mal! Kumpel! Auf das Pokémon Bist du dumm? Sag mal, wie retarded bist du? Ja, du hast auch nur gerade gefühlte 20 Pokebälle daneben geschmissen. Schwachkopf. Steine? Ich soll Steine schmeißen? Nimm das. Ist wütend. Oh, scheiße. Sehr schön. Ja, geil. Und nur, um das mal klar zu machen, nur um zu sagen, meine Güte, gut, dass wir in den Zeiten das noch machen durften. Oh, fuck! Das ist wahrscheinlich das, was du immer sagst, wenn du ein Owei siehst. Carbon! Need for Speed Carbon, ich mochte das Spiel. Mehr für die Queen. Oh, Speed Queen! Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert hat am besten. Deswegen, du verfehlst einen Pokéball. Du kannst echt... Gehen wir mal davon aus, dass hier wäre Ash, ne? Denken wir einfach mal, es wäre Ash. Es würde meine Theorie... Ne? Ein Dodo kriege ich auch vor der Safari-Zone. Da brauche ich jetzt nicht hier mich mit abärgern. 37... Was ist 37? Eierbombe! Keiner kann Eierbombe. Oh Mann, oh. Mein Kakama! Guten Tag! Wow, er hat mal getroffen. Och Mann, Spielverderber. Ein Kangama zu haben wäre cool. Einfach nur um es zu haben. Das Verfehlen kommt nur, wenn die Fangrate niedrig ist. Also immer. An sich hasse ich die Safari-Zone, ne? Es ist eigentlich an sich ein cooles Konzept, nur... Yeah, du hast keine Ahnung, wie es funktioniert. Und dann ist es einfach, du schmeißt Bälle und denkst dir, boah, fuck you. Und du, Owei, verpiss dich. Dich will hier keiner.
Unten, I believe? Ja, I remember. Ein bisschen. Hab keinen Plan mehr, wo wir hin müssen. Warren, zieh ab. Wir haben dich schon. Und wir wollen dich eigentlich auch nicht. Das ist das Problem. Okay, warte mal, runter ging es nicht. Aber ich glaube, hier hoch. Und dann hier so. Und dann hier, I guess. Ist es schlimm, dass ich es damals auswendig wusste? TM40. Okay. Also es kann sein, dass wir den Weg nochmal gehen müssen. Weil ich versage. Schädelwumme! Patekans, Killer Queen und Zunder. Sag mal, Zunder ist auch so ein kleiner Terrorist manchmal. Warte mal, hier? Weil ich wurde auf dem Bar entwickelt, ja, weil ich wurde auf Quan entwickelt. Ja, in der Fall, Preise gewinnen. Oh, geil, ich kann Preise gewinnen. Aber du findest, gehören dir. Aber er wird die Zeit davonlaufen, wenn du alle einmal einsammeln möchtest. Oh. Protein, ja, genau. Protein für die Queen. Moment, habe ich eben gerade... Ja, habe ich das Carbon Sui gegeben? Das war nicht meine Intention. Ach, weißt du... Komm, ich wollte schon immer mal ein männliches Nidoran haben. Einfach, weil Nidoking eigentlich auch verdammt cool ist. Außerdem männliches Nidoran ist cool. Nidoking ist awesome. Ah, hier. Nidolord. Killer King. Oh, Killer King wäre auch eine Idee. Nein! Nein! Nicht fangen! Befrei dich, Paras! Du dumm Fuck! Oh, no! Exit Mundi, danke fürs Followen! Paras, verpiss dich, du kriegst nicht mal einen Spitznamen. Du bist es nicht wert, einen zu bekommen. Bin ich hier richtig? Sieht fast danach aus. Goldzähne. Ja, doch, ich denke mal, das ist hier gar nicht mal so falsch. TM32. Aber muss ich nicht sowieso nochmal hier rein? Hey, ihr geil, Call Samuel. Doppelteam. Na, wer kann für euch doppelt? Jeder, okay. Jeder von euch hat eine gespaltene Persönlichkeit. Ah, endlich! Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde meinen großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Perfekt! Weil ich weiß genau, wer Surfer bekommt. Unsere Queen kann surfen. Das ist... Ja, und ich weiß auch genau, wir vergessen dafür Blubstrahl. Because who needs Blubstrahl when you have Surfer? Sehr nice. Wie viele Schritte haben wir noch? 90. Okay. Ach ja, stimmt. Man kann ja kein Wasser ansprechen, sondern... Ich benötige den neuen Orden. Aber war da nicht was Cooles? War da unten nicht was Cooles? Ich meine, da unten war was Cooles. Meine Stärke kriege ich außerhalb. Das weiß ich noch. Stärke kriege ich ja nachher. Angel mal. Ich habe meine Angel, glaube ich, zu Hause gelassen, oder? Ja, ich habe die Angel da gelassen. Also, so I can't angel. Because I don't have angel. Oh shit, the return of Ständer. Also müsste ich hier... Wieso soll ich da angeln? Was gibt's da? Was ist da so toll? Beziehungsweise Stachler. Ja, ne.
Wir fahren mal die 2.0-Version. Wir fahren mal die Skyrim-Version. Stendar. Ja, aber was ist da? Warum soll ich da angeln? Da kann man Dratini angeln? Swag! Mit welcher Angel? Mit der Superangel? Ich meine, das wäre schon... Dratini wäre schon Swag. Muss ich ja mal gestehen. Machen wir vielleicht irgendwie... Machen wir vielleicht mal offscreen. Also hier, nicht offscreen. Ding Dong! Die Zeit ist um. Wie war Jagd erfolgreich? Komm mal wieder, fuck off! Ich habe jetzt meine Dings eh nicht dabei, also von daher. Außerdem, wir haben soweit, was wir brauchen. Soweit zumindest. Ballen. Ich meine, ich würde sowieso nach dem Ort nochmal rein, nur um da einmal surfen zu können. Davon mal abgesehen. Aber... Warte mal, kann ich Stärke schon benutzen dann? Hey, mein Dude! Ich bin der alte Bruder Profi-Angler. Liebe Angler, glaubst du auch gerne? Oh nein, du hast keinen Platz mehr. Wieso passiert das immer mir? Wieso passiert das immer mir? Eierbombe. Ich glaube, ich werde niemals in meinem Leben Eierbombe benutzen. Also, ja. Wer hat eine Goldzähne? Werde, oh, danke, ja, du ein Wort von mir verstanden. Oh Gott, ich arbeite das hier über deine Mühen. Das letzte VM. The last Uni-M. So, mal gucken, wen können wir denn jetzt mal VM4 beibringen? Sui oder unser Queen? Eigentlich Sui. Mob Sui. Ja, das ist Sui. Oh boy. Was soll ich bei ihm ändern? Die Entscheidung. Bei ihr wäre es Body Slam. Aber Body Slam kann auch paralysieren. Aber für Paralyse habe ich auch Rin Mei Mei nachher. Unsere Queen ist sowieso. Unsere Queen ist MVP. Aber Sui... Das Problem ist, Sui wäre der Erste, den wir irgendwie ersetzen würden. Weil wir haben einen Flugtyp. Wir haben Gobble, Zunder... Müssten wir das sowieso. Oh, Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Bei Sui wüsste ich nicht, was ich vergessen würde, weil er hat unsere einzige Kampfattacke mit Überroller. Unsere einzigen Steinattacken und unsere einzigen Bodenattacken überall. Deswegen. Er covert wenigstens was. Unsere Queen. Weil wenn ich unserer Queen das beibringe, dann haben wir nur noch. Hornbohrer, ich bring Sui bei. So dumm das auch ist, aber was vergesse ich jetzt dafür? Ich glaube Überroller. Bei Steinwurf und... Bei Überroller... Kampfattacken... Wann werden wir Kampfattacken brauchen? Gegen Sabrina nicht, gegen Pyro nicht und bei den Top 4 auch nicht unbedingt. Da gibt's Surfer dann. Oh, Carusos Finale werde ich nicht vergessen. Nein, um Himmels Willen. Finale bleibt. Und das ist mein Ende. Ich nehme, mach Überroller weg. Nö. Fuck this shit. Ich will wenigstens immer wieder mal was in die Luft jagen können. Ich will wenigstens dann und wann mal was in die Luft sprengen. Kannst keine... Da war ja was. Doppelteam, nee. Schädelwumme. Warum sollte ich irgendwem Schädelwumme beibringen? Ach komm. Ist doch egal, Mann. Oh Mann, macht's mir doch nicht schwerer, als es Not tut. Das müssen wir so. Gut, ich gehe erst Zeug abladen. Meine Güte. Diese Mini-Taschen, die der Kerl mit sich rumschleppt, ne? Schrecklich. Medic Main, das ist immer hier so. Gewöhn dich dran. Das ist Standard hier. So, gut, dann liefern wir erst Zeug ab. Und dann schauen wir mal.
Ah, nein, nicht Bill. Nicht Bill, 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 Bill. So, erstmal die ganzen TMs ablegen. Na, 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 na. Weg damit. So. Nein, nicht mein Fahrrad! Den Fehler mache ich jedes Mal! Oh. Ich stream fast täglich, Dude. Jetzt ist mein Fahrrad wieder ganz unten in der Liste. Oh, Mann, oh. Die beiden VMs brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt die Leute, die das können. Wir haben ja unsere Experten dafür. So. Und weg. Ich klatsche auch bald dieses nächste Relaxo weg, nur damit ich hier endlich da, damit ich die Flöte ablegen kann. Damit ich da endlich mal Ruhe habe. Der Arsch hat den Stein wieder zurückgeschoben. Was ein Arschloch. Sonderbonbon. Wer kriegt denn das? Wer kriegt denn das? Wer war denn ein artiges Monmon? Genau. Perfekt. Alles lief nach Plan. Das ist alte Pokémon-Musik, was erwartest du? Ja doch, sieht nicht schlecht aus. Wenn es jetzt auf dem nächsten Level noch hier Psybeam erlernt, dann sind wir richtig gut drauf. Bau, bau, babadabadam. Hier ist einfach nur eine Pfütze, einfach nur Wasser. Aber komm, gib mir die Angel. Liebe Angel, okay, ja, hier, bist sympathisch, hier hab eine teure Angel. Dinger kosten ja nur ein Vermögen. Können wir mal gleich in deiner Pfütze da hinten ausprobieren. Blödsinn hier. Ich wollte doch mein Fahrrad da oben haben, ey, nicht. Die Pokebälle können da unten von mir aus bleiben, die brauche ich eh nicht mehr. Jetzt habe ich da unten meine Pokebälle, das ist genauso. Oh. Dieses Item-System, wenn du wirklich das von heute gewohnt bist, ne? Also so wie Pokémon von Item-Management ist, ne? Da willst du gar nicht mehr zurück. Ein Quapfuck! Eine Quapkant! Level 10 Quapkant! Ja, und du bist auch so benannt. Da führt jetzt kein Weg mehr drumherum. Dich fange ich eigentlich nur, weil du ein Quapsi bist und weil Quaputzi gut ist. Und weil Quapo awesome ist. Wir brauchen zwar nicht, weil wir die Queen haben, aber mein Gott. So, würdest du jetzt bitte die Güte haben und, ne? Alter, muss ich dich erst halb umbringen? Muss das wirklich sein? Müssen wir wirklich... Muss ich dich echt erst... Ja, ich werde es sowieso nicht benutzen. Ich will es eigentlich nur haben, damit ich es habe. Einen anderen Grund gibt es nicht, warum ich einen Quapsel haben will. Okay, dann. Du hast nur eine Chance, Quapsel. Ich gebe dir eine Chance. Danach siehst du die Radieschen von unten. Überleg's dir. Okay, you die. You will fucking die. I will suck you dry. Blödes Mistvieh. Dann halt nicht. Fuck right off. So, nachdem wir Koga genatzt haben jetzt, ist jetzt als nächstes auf unserer To-Do-Liste. Dann. So, jetzt haben wir hier eine Haufen Gift-Pokémon. Wie gehen wir da jetzt am besten vor? Ich lass mal Rin noch mal vorne. For Level 6. Jawohl, nehmen wir der Stärke der Pokémon ab, bekommt die Strategie. Kraft. Lass mich raten, ihr spammt alle Toxin.
Du redest von Strategie. 8 und 3, was? Okay. Moment, das ist eine dumme Idee. Das Ding ist 38, what the fuck? Und kopfnusst mich. Da bubbel, da bubbel, da bubbel. Oh, fuck, fuck. Wieso sind die hier schon 38? Die Queen! Dafür wirst du sterben! Es sei denn, ich sterbe vorher. Das ist auch eine Option. Oh Gott. Beizer, das du! Und René kriegt alle Erfahrung. Strategie, Bolzer, das du. Einfach in die Luft gesprengt. Seht ihr? Gut, dass ich Finale behalten habe. Bringt einen aus ungelegenen Situationen raus. Wieso ist das Ding 38 gewesen? Was habe ich denn verpasst? Sind die alle da so? Was ist eigentlich in dem Haus hier? Na, ihr Dudes. Weil das war schon ist sehr alt, aber immer im Dienst. Ein dritter ein Gebiss. Ja, da hat ein PC. Ach, was schiebst du sonst wohin? Ah, B getroffen. Weil ein kleines Kind gerne wirklich gesagt. Ja, super. Ihr seid hier. Ihr seid mir ein Haufen. Ich hab so mich dolcht, wir sind unterlevelt. Mich dolcht, wir sind unterlevelt. Dabei haben wir schon so viele Leute über den Haufen gefahren. Ich möchte ein Ninja werden. Oh, das hätte ich meinen Eltern damals auch sagen sollen. Mama, Papa, ich möchte ein Ninja werden. 31, das ist machbar. Das ist um einiges machbarer. Ich überlege nur gerade, wer hier am geeignetsten für den eigentlich. Scheiße, er hat sein Traumato für ein Traumato umgesendet. Das wird mir jetzt zu denken geben. Das könnte schwierig werden. Wobei Gift ist gut gegen hier Käfer ist gut. Das heißt, eigentlich hätte Omot sogar gute Chancen hier. Noch kommt Pate gut klar. Kommt der Pate gut klar. Der Pate, Pate. Der Pate, Pate. Patafix. Seiner verwirrt mich jetzt. Nee, gut. Vor allem, es ist ein Gift, eine Gift-Arena. Was kommt mir bislang überwiegend entgegen? Psycho-Pokémon. Wir versuchen es mal. Das Schlimme ist, Konfusion wird auch genauso tödlich sein. Also Konfusion und alle sowas. Psy-Strahl auch noch. Das war's. Dead. Deadnet. Deadonet. Eieiei. Ich hab so das Gefühl, wir gehören hier nicht hin. Ich hab so das Gefühl, wir gehören hier noch nicht hin. Mich dolcht. Mich dolcht, wir sollten hier nicht sein. Wieso seid ihr jetzt so erpicht darauf, andauernd eure Pokémon zu wechseln? Was soll das? Kopfnuss! Geil, ich wurde von einem Tapir gekopfnuss. Das ist mal in meinem Leben, steht in meinem Lebenslauf. Sag mal, was hast du hier mit deinen Pokémon vor? Oh, scheiße. Oh, das will hurt. Oh, aber die Queen steht. Fuck you! Wenn Zunder das überhaupt überlebt. Ja. Alter.
War aber Käfer nicht auch effektiv gegen Psycho? War da nicht was? Ich bin mir gerade unsicher. Weil ich habe jetzt ja schon keine Chance. Allein die machen mir ja schon fertig. Ich bin arg unterlevelt einfach. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch erst die Radstrecke machen. Vielleicht ist das gar nicht mal so doof. Ich meine, it hurts. Das sind Viecher da, die tun weh. Das ist nicht mehr gesund, ist das. Deswegen mein Vorschlag. Wir scrubben erstmal die Straße hoch, die Radstraße. Wir müssen da sowieso einmal durch. Kloppen eventuell hier noch und da noch ein Relaxo auf dem Weg. Dann sind wir sowieso da. Das heißt, wir fahren die Fahrradstraße gleich hoch. Na, das wird ja ein Spaß. Wird ja witzig. Oh Mann! Ja, grinden im Pokémon, ja, das ist Spaß. The fun never stops. Das heißt, ich muss alle meine Viecher mal ein bisschen höher kriegen jetzt. Das könnte witzig werden. Das könnte noch interessant werden. Und das nur, weil der Kackpenner da uns ja erst mit 50 Pokémon den scheiß Erfahrungs-, den EP-Teiler geben will. Blöder Sack. Schlimme ist es. Für Rinmeme ist es ja absolut beschissen zu trainieren. Einfach Vogel. Was soll ich mit Flugtypen? Das ist jetzt absolutes Jagdgebiet für unsere Queen. Oh Mann, oh Mann. Ibitaco. Das ist schade, weil da ist eine Menge Erfahrung drin. In so einem Big Bird. Das Problem ist, sobald wir die Fahrradroute hinter uns haben, haben wir keine Pokémon-Trainer mehr, an die wir uns wenden können. Das heißt, wir müssen irgendwie anders an Erfahrung kommen. Das heißt, wir müssen normale Viecher grinden. Normales Kroppzeug. Wo nicht... Wobei, wir haben an der anderen Straße noch ein paar Trainer vergessen. Die können wir gleich nochmal platt machen und in der nächsten Folge dann uns die Leute da von der Fahrradtour da schnappen. Hallo, wir wollen gerade aufzuspüren. Das macht jeder. Das ist die Art, wie du Pokémon, ey. Also eigentlich müssten Rasenmäher in der Pokémon-Welt verboten werden. Weil es immer passieren könnte, dass du auf einmal einen fucking Mirapla in den Klingen hast. Das ist morbid as fuck, wenn man so drüber nachdenkt. Boah, Schnabel, oh, Alter, du willst hier echt Streit, ne? Dabei dafür, dass du eigentlich ein Ibitak sein solltest und kein Habitak. Aber gut. Selbst die geben kaum Erfahrung. Es ist das Ibitak, was richtig rockt. Könnt ihr nicht alle schon entwickelte Pokémon haben? Könnt ihr euch nicht eurem Level entsprechend benehmen? Das war eine Menge Erfahrung für so einen Vogel. Ich meine, hohes Gras ist offenbar die Methode, wie du in Pokémon an Pokémon triffst. Also, Farmer arbeiten oder generell... Ach du Scheiße. Das Ding sieht aus wie ein Dämon. Alter, guck dem Ding mal in die... Guck dem Ding bloß nicht in die Augen. Es frisst einen Teil eurer Seele. Alter, ist das Ding schnell. Es ist schneller als die Queen. Was zur Hölle? Was ist denn mit dem Bohrschnabel? Auf einmal denkst du dir, nee, jetzt gerade ist mir eher nach Schnabel. What the fuck? Ich meine, ich könnte die Queen so lange buffen bis zum Erbrechen, ne? Also ich könnte die Queen wirklich... Da 22, ja, das würde ewig dauern. Ich mach das mal ein bisschen schneller, um euch zu zeigen, wie lange das dauern würde für ein so ein Vieh. Für 182 Erfahrungen, für nothing. Wie
wenig beunruhigend, aber Koga stärkst, es ist 43. Oh mein Gott. We are so fucked. Wir haben ein Problem, Freunde. Wir haben ein Problem. Wir müssen grinden. Und ich hasse es zu grinden. Wir haben noch die Fahrradroute. Das ist ja schon mal etwas. Knuffenser. Oh, schieb's dir sonst wohin. Tu mir einen Gefallen und schieb's dir irgendwo hin, wo die Sonne nicht scheint. Ich meine, wenn wir noch eine Psychoattacke haben, ne? Dann sind wir mit Rinmeime tatsächlich gut dabei. Könnte uns tatsächlich sogar das Leben retten. Hieß es nicht auf 32, dass Psystrahler lernt? Ach nee, war ja nicht so, ja. It was not. Ich hätte auch nie gedacht, dass Blutsauger mal die Attacke ist, die ich benutzen muss, um Schaden zu drücken. 38, ja, das ist, ja gut, wenn Kogas Viecher sowieso über 40 sind. Dongela. Wieso hat sie kaum noch Blutsauger? Radikales Biest. Ja, ich hab gleich keine Dings mehr, ne? Ja, geil. Well, I fucked up again. Das heißt, ich muss zum nächsten Mal... Och, komm, schieb's dir sonst wohin mit deinem scheiß Klammerfuck. Sei mehr feierlich hier. Das Grinden. Oh Mann, das wird dauern. Ich mache hier nur noch die Leute, die hier rumpimmeln. Weiter, kein Pokémon mal rufen. Das ist schön für dich. Ich glaube, ich mache wirklich nur noch die hier sind. Und dann mache ich jetzt anders. Dann kriege ich das. Ich lass mir was einfallen. I figure out something. Das ist jetzt vielleicht eine scheiß Idee. Aber die Queen ist schneller und stärker, wie ich erwartet habe. Oh, Rente, ach du Scheiße. Nee, nicht Pokimane. Möchte den hier. Dweep! Yeah! So, Donnerblitzen, was aussieht wie ein Vogel. Kann man nicht cheaten? Ich hab keine Ahnung, bestimmt. Es gibt bestimmt möglich Mittel und Wege für sowas. Ich wollte echt den Vogel nicht ertränken, aber das geht auch. Oh Mann, oh Mann. Das heißt, ich muss demnächst off-screen grinden. Oh Mann, ein Spaß für die gesamte Familie. Das heißt, ich muss Zeit, wo ich nicht streame, für Grinden vs. Pokémon verwenden. Mich irgendwo hinstellen und immer wieder mashen, einfach nur. Sag mal, wie viele Vogelleute sind hier eigentlich? Ist hier irgendwie ein Vogelkäfig ausgebrochen oder was? Oh fuck, der hat einen Dodri. Gratis Erfahrung, sag ich mal, ne? Erstmal vergiften den Dude. Ja, heul mal. Heul mal. Ich hol mal die Queen. Und die Queen macht das. Ich bin ja, wie gesagt, dazu verleitet, irgendwo einfach die ganze Zeit nur jetzt stumpfsinnig Killer Queen hochzuballern. Damit sie so overpowered ist, dass sie alleine alles und jeden hier one-shotten kann. Versteht ihr, was ich meine? Das wäre so mein Plan, so mein Masterplan. Ich weiß, es ist nicht der beste Plan, aber ich bin nicht dafür bekannt, wirklich gute Pläne zu haben. Mal guckt es euch an. Sie ist bislang diejenige, wo du dich immer drauf verlassen kannst. Muss irgendein Typ gecovert werden? Killer Queen. Musst du irgendwo rüber surfen? Killer Queen. Muss irgendwas blutig ermordet werden mit einem Akkubohrer? Killer Queen. Du kannst dich immer auf sie verlassen. Geht der Popeye als Skinhead auf den Keks?
Killer Queen. Wunderbar, geil, mal ja, du hast auch getauscht, das ist ja schön für dich. Oh boy. Bam, bam, bidu, bam. Oh shit, ein Duflor. Ach, hätte ich noch Käfermüllzeug. Warte mal, ich hab Äther. Ich hab Top-Äther, um genau zu sein. Hätte nie gedacht, dass ich mal Blutsauger mit einem AP-Auffüll-Item auffüllen müsste. Aber jetzt gerade ist es doch tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Schlaf, Bruder, du Fuckbutt. Wach auf. Danke. Saug aus. Ich mach mal dafür, dass das ein bisschen schneller geht, ja. Mirapla! Kokowai, Mirapla! Wieso hat Blutsauger nur 15? Das ist so die schlechteste Käferattacke gefühlt, die es gibt. Arschloch! Ja, die Killer Queen macht alles. Killer Queen macht alles für dich. Das ist das Gute. Kuschelt nachts mit dir, macht Killer Queen. Muss irgendwas umgebracht werden, Killer Queen. Willst du irgendwo rüber, Killer Queen. Hast du Bock auf so ein richtig schön deftiges Abendessen, Killer Queen. Ich sag euch, Killer Queen ist die Opfer. Ist die optimale Option für alles und jeden. Immer zuverlässig, immer wieder perfekt. Ach, Mann. Aber gut, ich würde sagen, vor allem das Problem, das sind ja hier auch nur Trainer alles. Deswegen, Gottes Willen, hier sind noch so viele. 33. Also komm mit, das ist schön. Das ist schön. Alter, sind ja noch mehr. Wisst ihr was? Ich mach offscreen weiter. Oh mein Gott, wir können uns aber den Detektor holen jetzt. Von daher, das war's für heute von Pokémon Rot. Bis dahin, ciao Leute. Bye.